Hallo meine Lieben, jetzt möchte ich euch meine kleine, aber feine Sammlung von Lippenpflegern zeigen. Falls ihr euch wundert, warum ihr mich jetzt gerade und in den letzten Videos in den gleichen Outfit gesehen habt, ich habe heute einen freien Tag und nutze ihn, um ein paar Videos vorzudrehen, weil ich ja eine lange Arbeitswoche vor mir habe und ich weiß, ob ich dann noch Videos schaffe, da ihr wisst, ich habe 2 Kinder und naja, die möchten auch ihre Mama haben. Und jetzt nutze ich einfach mal meinen freien Tag aus und drehe ein bisschen was vor. Also bitte nicht wundern, wenn ihr jetzt in mehreren Videos die gleichen Sachen bei mir seht, die ich anhabe. Okay, bevor ich jetzt aber abschweife, wie ihr merkt, das kann ich sehr gut, fange ich an, euch meine Lippenpfleger zu zeigen. Ich habe noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mittlerweile nur noch. Und ich kann auch sagen, es werden auch immer weniger. Zum einen benutze ich sie, zum anderen werden sie mir öfter mal stiebitzt und dann sind sie alle, weil meine Kinder dann den ganzen Tag so, sie oben so ringsrum am besten. Hauptsache, es gepflegt. Aber ist ja nicht schlimm. Die Mama meckert ja nicht. Jedenfalls nicht deswegen. Wenn es ein Lippenstift ist, meckere ich doch schon ein bisschen mehr. Naja. Aber die, die ich noch besitze, möchte ich euch gerne zeigen. Und ich fange einmal mit Nivea an. Ihr seht, Nivea, die Lip Butter Raspberry Rose. Enthalten sind 19 Milliliter. Das ist ein kleiner Tiegel. Den kann man dann so aufmachen. Ist bei mir auch schon sehr doll benutzt, also bitte nicht erschrecken. Ist eine leicht rosane Lipcreme drin, die man mit dem Finger aufträgt, also rein. Sie hält sehr gut, sie pflegt die Lippen sehr schön und ja, ich mag sie gerne, benutze sie immer abends, bevor ich ins Bett gehe, um die Lippen einfach zu pflegen. Dann geht es gleich mit einer Lip Butter weiter, die ist von Labello, sind auch 19 Milliliter enthalten. Das ist mit Vanille Macadamia. Ach, das andere war Raspberry Rose, falls ich euch das nicht genannt hatte. Ja, riecht sehr lecker. Das ist eine, die meinen Kindern schon einmal kurz zum Opfer fiel, wie ihr sehen könnt. Da sie war noch neu, aber meine Kinder haben sie entdeckt und mussten sie einmal benutzen. Ich wollte sie eigentlich erst nach meiner Labello benutzen, nach meiner Nivea, meiner anderen. Aber wenn man Kinder hat, naja, ist ja nicht wild. So, dann geht's weiter mit Chicky Cherry Lip Balm. Ihr seht einen kleinen Tiegel. Ich weiß gar nicht mehr, wo der her ist. Auf jeden Fall sieht er aus wie so ein kleines Pöttchen. Hier so, so total niedlich. Macht man oben den Deckel ab. Da haben meine Kinder auch schon mal mit bei. Dann kann man unten hier dran drehen. Dann kommt er raus. Es ist ein roter. Riecht nach Kirschen. Ist auch schon sehr oft und gerne benutzt worden, auch von mir. Und ja, sonst steht er immer rum, weil ich ihn einfach auch total niedlich so finde, zwischen den Kosmetikkram, wenn er da so steht. Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe noch 2 angefangene. Das ist einmal hier von Essence der Viva Brasil. Das war eine LE. Der ist so, den habe ich immer in die Jackentasche. Ihr seht, der hat 3 Farben, blau, orange und außen rot. Riecht leicht süßlich. Ein bisschen nach Orangen. Den benutze ich gerne für unterwegs. Er ist jetzt nicht der Held in Sachen Lippenpflege, aber so für zwischendurch mal kurz reicht er. Dann einmal ein von Blistex. Da könnt ihr sehen. Happy Lips Mango. Den, ich habe irgendwie hier ein Katzenhaar in der Hand. Den mag ich sehr gerne, ist auch schon sehr benutzt worden. Da ist der Beweis, meine Kinder benutzen auch meine Lippenstifte und benutzen dann meinen Lippenpfleger danach. Ich darf ihn sauber machen, habe ich ihm gar nicht gesehen. Er riecht super nach Mango. Die Lippenpfleger, die Happy Lips Lippenpfleger von Blistex pflegen sehr gut, halten sehr lange. Das war jetzt so mein Winterlippenpfleger die letzte Zeit. Und vorher hatte ich auch einen anderen von Blistex, Happy Lips in Erdbeere. Der war dann alle. Und ich habe ihn mir auch gleich nachgekauft. Also ihr seht, ich war total begeistert. Er ist noch original verpackt. Er bleibt auch verpackt. Weil wenn sie verpackt sind, geht wenigstens keiner bei. Und ich möchte halt auch versuchen, immer einen aufzubrauchen, bevor ich einen neuen aufmache. Dann habe ich hier noch ein Aloe Lips. Ich weiß gar nicht, ich zeige euch den gleich. Ich weiß gar nicht, von wo der ist. Also Aloe Lips. Wie ihr sehen könnt.
Er ist auch noch komplett verschlossen. Ich habe ihn noch nicht geöffnet. Vera of America. Also ein Lippenpfleger mit Aloe Vera und hier steht noch was. Und Jojoba. Von Forever, da unten steht es. Forever. Ich bin gespannt drauf, aber er ist auch noch verschlossen und das soll auch erstmal noch bleiben. So, dann habe ich noch zwei Lippenpfleger. Einmal von Balea Urea Lippenbalsam. Das ist so eine Tube, wie ihr sehen könnt. Also SOS, Sofortschutz. Für reichhaltige Pflege für spröde Lippen. Den hatte ich damals gleich zweimal gekauft. Einmal für mich, weil ich dachte, mein anderer reicht im Winter nicht, hat aber dann doch ausgereicht. Dadurch ist der noch verschlossen. Und einen hat mein Mann bekommen, weil der hatte beim Winter echt trockene und raue Lippen. Und ich hatte noch so einen ähnlichen von Frei, auch so eine Tube. Den hatte ich dann auch über den Winter meinem Mann gegeben. Den hat er benutzt und fand diese Tubenanwendung sehr angenehm. Dadurch hatte ich ihm so einen nochmal wieder mitgebracht zum Testen. Dann habe ich, wie gesagt, noch den von Balea. Den habt ihr ja in meinem Haul-Video gesehen. Den mit Melone. Den lasse ich auch erstmal noch verschlossen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte ihn öffnen. Ich möchte ihn auch am liebsten jetzt rausdrücken und aufmachen. Aber erstmal noch nicht und dann mal schauen. Wenn ich einen oder zwei leer habe, dann darf der dann im Gebrauch. So. Das war es jetzt schon mit meiner Lippenpflegersammlung. Ich habe echt das Gefühl, es fehlt was. Ein oder zwei Stück, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, ich hatte noch einen mit Goldschimmerpartikeln und einen, der sah aus wie so ein Bonbon. So, also ein normaler, aber so innen drin so spiralförmig, zweifarbig. Aber wahrscheinlich sind sie im Besitz meiner Kinder übergewandert und liegen dort irgendwo im Kinderzimmer versteckt, dass Mama es ja auch nicht mitbekommt. Es ist auch nicht schlimm, es ist okay. Es waren auch vom Balea welche, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber falls ich sie finde, zeige ich euch sie gerne nochmal nach. Bloß momentan weiß ich wirklich nicht, wo die abgeblieben sein können. Oder sie sind mir hinterm Schrank gefallen. Meine Katze randaliert ja auch gerne, reißt mir halt öfter mal alles aus dem Schränke raus. Aber was soll man machen? Und vielleicht sind sie hinterm oder unterm Schrank gefallen. Ich muss da jetzt wirklich nochmal in Ruhe nachschauen. Falls ich sie finde, zeige ich euch sie gerne nochmal nach. Und wenn ich sie als Foto mit einblende im Video. Ja, sonst wäre es das erstmal gewesen. Über Kommentare würde ich mich auf jeden Fall wieder freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!